Yo, 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 Freunde der Sonne, was geht? Könnt ihr euch noch erinnern, als mir hier diesen Tempel der Aphrodite hochgeklettert sind, wen wir da getroffen haben auf dem Weg nach oben? Richtig, der Ali. Und zu dem gehen wir jetzt mal. Schöne Aussicht. Sie wurde gerade noch schöner. Ich hatte gehofft, dich wiederzusehen. Alcibiades, was machst du außerhalb von Athen? Jemand wie ich ist immer in Bewegung. Ich lege mit meinem Schiff in jedem Hafen an. Da bin ich sicher. Wenn du nicht nur wegen der Aussicht hier bist, habe ich einen Auftrag für dich. Dieses Paket hier muss unbedingt den richtigen Empfänger erreichen. Es ist nicht von mir, sondern von einem Mann namens Diodoros. Ich helfe dir. Ist Ja, das nur diese kleine müssen Sache? armes Warum Paket, der sollte es immer Paketbote. nur nach der Größe gehen, weißt du? Ein kleines Ding kann trotzdem Großes bewirken. Aha. Nun gut, wem soll ich das Paket überbringen? Es gibt einen Mann namens Bardas bei der Festung von Korinth. Er ist eine ihrer stärksten Ressourcen. Und ich sage ihm nur, es ist von dir? Nein, Diodoros. Vergiss das nicht. Diodoros. Alles klar, Ali. Na gut, machen wir es einmal geschwind. Ich wollte schon immer mal Paketbrot sein. In-game. Ja, wo passt die Schluss? Ist der hinten stuck oder wie? Ja, gleich den ganzen Weg laufe. Jetzt, ich darf jetzt gar nicht rein, aber ich muss ihm trotzdem ja das überbringen, Lul. Und jetzt oder nicht? Ja, hol einfach rein. Mist, da ist schon einer. Kann ich da. Nein, du musst annehmen sein, toll. Ah, dann ist nix. Da ist der ein Bär. Da ist ein Bär, ja, meine Freunde. Der Bär soll mal ein bisschen aufräumen jetzt hier. Autsch, wir machen schon gut Damage. Ja, wie die Kopfgeldjäger ist in der Nähe jetzt. Ah, ja, okay. Ich weiß gar nicht, gegen wen ich noch auskämpfen soll, lol. Wer ist jetzt tot? Super. Oh, hi. Alle Friends ist halt böschen viel, ja. Eigentlich, das müssen wir nochmal probieren, und zwar im Sneaky-Mode. Das geht ja gar nicht. Alter! Junge! Wie ich einfach nur hart. Ja, ihr wisst schon, was ich meine. Das ist ja heute nicht so gut gelaufen. Sag ich da nur. Nehmen Ärscher. Einfach. So, jetzt kann man ja da hier so ein bisschen abfackeln, wa? Vielleicht wird das Spartas Macht erschüttern.
Sparta soll Macht haben, Cassandra. Verwechselst da immer mal wieder was. Nee, ihr seht mich nicht. Oh, ich geh hier rein. Aha. Oh lol, die kommt. Ah lol, da geht's ja durch. Oh oh. Oh oh oh. Oh oh oh, jetzt bin ich gefangen. Nein, nicht gut. Nicht gut. Ah, nicht gut. Oh, da hängt einer. Oh. Am böse war. Ah. Tschüss. Nee, ich schaff's da rein. So. Wir sind jetzt schon mal. Ein Stückchen weiter wollte ich eigentlich sagen. Legion. Ne. Der hat mich gesehen tatsächlich. Hä? Wer? Gut, Level noch mal ums Haus rum. Versteht mich dann hier? Alter Leute, guckt euch an! Help me! War nicht gut gelaufen, was macht er da? Aufgelegt sind auch noch in der Nähe. Jawohl, es macht Spaß! Ja, die ganze Woche, die ganze Woche. Das ganze Video kann ich einfach auch einfach vor den Wachen weglaufen, ist ja kein Problem. Aber jetzt kann ich ja nichts Schaden mehr machen, ne? Vielleicht jetzt mit nichts Schaden? Du wusstest ja gar nicht, dass ich mir die Möglichkeit ja habe. Weiß, ich muss anonym sein. Aber ich geb's nicht auf. Oh oh. Aber ich schaut einfach keinen nach rechts. Oh no. Das war so gut. So überragend gut. Die Folge. Aufpasser. Da immer ein wenig am Felsen. Dann. Gib dich mal fest, Cassandra. Gib dich mal fest. Und jetzt sieht es ja schon mal nicht schlecht aus, ne? Die sind weg. Versteckt, ich habe nix Schatten. Mit nix Schatten werde ich auf jeden Fall dorthin gehen. Komm, was wolle. Wir finden schon was. Such weiter. Verstanden. Vergesst es. Sie ist weg. Komm auf andere Zeiten. So. Wir haben es fast. So geht das. Wunderbar. Ich habe dich nicht erwartet. Was willst du? Das ist für dich.
Dann gib her. Soll das ein Scherz sein? Das ist ein Abguss von einem Schwanz. Was steht da? Für deine Frau Telia, falls sie mich vermissen sollte? Raus damit! Wer hat das geschickt? Diodoros. Mein Name ist Diodoros. Diodoros? Dafür zahlt er mit seinem Leben. Ich töte seine Männer. Ich versenke sein Schiff. Er wird bereuen, Telia je angefasst zu haben. Sauber. Und ich muss jetzt da raus. Super. Hi Löwe. Ciao Löwe. Ja, ich meine, also da die Schattenfähigkeit finde ich ja schon nicht schlecht. Bin ich ja ehrlich. Erwischt werde, habe ich ein Problem. Voll gut. Ah, da drin, ne? Ja. Glaube ich, Mensch. Jo. Der Bete da. Fing ich an, dich zu vermissen. Hast du das Paket schon übergeben? Bardas hat gedroht, Diodoros zu töten, als ich es ihm sagte. Ich hatte auch nicht erwartet, dass in dem Paket so ein, naja, ist. Eine nette Überraschung, nicht wahr? Ich kann noch einen für dich machen, wenn du willst. Noch einen? Du... Es war meiner, ja. Sah gut aus, oder? Ich musste Diodoros aus dem Weg schaffen und das wird nun erledigt. Manchmal übertreffe ich mich selbst. Wenn du... Wow, Harley. Warum überlassen wir das Reden nicht unseren Körper? Du hast sicher dasselbe gedacht, als du meinen Abguss gesehen hast. Hier? Vor den Göttern? Bring wir ein Opfer da. Alter. Ich bin nicht, nicht mit dir. Eine Schande. Aphrodite hätte es geliebt. Vielleicht ein andermal. Alkis Axt. Oh. Nice. Schöne kleine Mission. Ich habe irgendwo noch eine gesehen gehabt. Warten die, wo wart? Ah, da. Ein Freund in Not. Ja, da können wir mal hin. Wird ein Gebiet, wo wir schon länger nicht mehr waren. Ein Freund in Not sagt mir halt jetzt auch wirklich halt gerade echt überhaupt nichts. Wirklich gar nichts. Schöner Frontflip, Cassandra. So, jetzt legen wir noch ganz kurz dieses eine einzige Fragezeichen dann noch ab. Unserem schwarzen Phobos. Da haben wir das nämlich auch. Junges spartanisches, abgebrannter Hof, lul. Hoffen wir, dass mich niemand bemerkt. Okay. Was seid ihr denn für eine komische Haufe? Lol, die waren verbrannt. Und P zugeschlagen war. Oh, da wollte ich nicht drüber. Okay. Jawohl, springen, Phobos, springen. Cassandra, bei den Göttern kann das wahr sein. Ach, der wieder. Bei Hedor. Hedor, bist du das? Du siehst alt aus, mein Freund. Jo, den haben wir bei Delphi gesehen, oder? Der Auftrag von Markus, weißt du noch?
standen Rücken an Rücken, umzingelt von wütenden Piraten. Und wenn ich mich recht erinnere, okay, habe ich dann dir doch den nicht. Arsch gerettet. Polier deine Erinnerungen wie deine Rüstung. Und schon stehst du glänzend da. Ich hörte, du hättest dich in Attika niedergelassen. Ich dachte immer, du stirbst mit dem Schwert in der Hand und nicht, dass du ein Geschäft eröffnest. Das Schwert, von dem ich immer dachte, dass ich es mitnehme, ist fort. Ich könnte Hilfe brauchen, wenn du einem alten Freund beistehen würdest. Meinst du, ach, klar. Du hast das Ding geliebt? So ein Befehlshaber kam her und verlangte, dass ich sein verfluchtes Schwert repariere. Und als ich das nicht konnte, sagte er, ich sei verpflichtet, ihm einen Ersatz zu geben. Und er wollte das Schwert, das an meiner Wand hing. Ich bringe dir Arpi zurück. Mach bloß keine Dummheit. Ich vermisse. Süßer Name für ein Schwert. Hey, du kennst mich. Deshalb mache ich mir ja Sorgen. Ich sollte gehen. Denk daran, wir wollen keinen Ärger. Schleich dich rein und befreie sie. Das kannst du doch noch, oder? Diese Frage ist keiner Antwort würdig. Okay. Wahrscheinlich ist sie jetzt in irgendeiner Riesenfestung. Bin ein bisschen auf Hethors Schwert. Komm schon, komm. Okay. Kann man da noch hinporten? Wo ist denn? Ach, da rechts. Okay. Da, wo gar keine Fragezeichen sind. Interessant. Ist das dann in einem Berg oder so drin? Guck mal, wo mich der Quest-Pfeil hinführt. Muss irgendwie mitten in den Berg sein. Ich glaube, jetzt einfach mal drüber. Schauen, was passiert. Los. Kann das Pferd eigentlich schneller? Naja. Ja, man muss es nur sagen. Ui. Der ist schon. Auf die habe ich exakt keinen Bock, Löwe. Nicht wirklich. Noch hinter mir? Ja. Uiuiui. Okay. Meine Vermutung hat sich bewahrheitet. Es ist einfach in einer riesigen Festung. Jo, servus, Nora, die Schneeleopardin. Das muss die Festung Philly sein. Wenn Hethor recht hat, werde ich Arpi hier finden. Arpi. So, das sind jetzt ein paar viele. Das ist halt echt so eine Sache. Gehen die nochmal oder nicht? Hat er jetzt nicht so viel gebracht. Wenn ich jetzt Nyx Schatten verwende. Oh. Jetzt war ich nur mal ganz kurz mit Nyx Schatten und dann flitze ich hier quasi gerade einmal rum. Ja, versteckt sieht mir ja keiner. Alles cool. Okay, kam nicht durch. Ah, ups. Ups. Und weg. Reingehauen.
Reingehauen. Hui. Und Fokus bitte. Komm, schnell. Ja. Sehr gut. Sehr gut. Leuchtfernzünd, Verstärkung, ja. Egal. Bin ja weg. Dann schmiss der Löwe wieder. Und ein bisschen Bogen drumherum. Ah, jetzt sind wir aber schnell. Wow. Schön im Bergen ab. Gut, sehr gut. Schön, dass du heil zurück bist. Hast du meine Arpi? Ja, ich habe sie gefunden. Gut, gut. Natürlich haben wir dir gefunden. Aber was soll mit ihm sein? Ach, nichts, schon gut. Du hast mein Schwert, das ist alles, was zählt. Ich habe das Gefühl, dass mehr hinter Arpis Verschwinden steckt, als du zugeben willst. Was? Na komm, du warst immer schon so misstrauisch. Du siehst immer überall Verschwörungen, oder? Du hast mir einen großen Gefallen getan. Verdirb uns nicht die Feierlaune. Ja, dann will ich aber ein bisschen Geld dafür. Ja, da hat es tatsächlich verkauft. Es war nicht leicht, Arpi zurückzuholen. Es gab jede Menge Probleme. Ein paar Drachmen wären angemessen. Ha, du bist wirklich eine Söldnerin, durch und durch. Ich habe beim Besten gelernt. Vergessen? Natürlich, natürlich, ich bezahle dich gerne. Du hast mir gute Dienste geleistet und gute Arbeit soll gut bezahlt werden. Hier, bitte. Selbst wenn ich nicht mehr mit dir kämpfe, bin ich froh, Arpi zurückzuhaben. Pass gut auf dich auf, Hitor. Und lass dir nicht noch was abnehmen. Ja, Söldnerin. Jetzt kann ich ja direkt instant die nächste Quest bei ihm machen, okay. Hitor! Ah, meine Freundin, schön, dass du hier bist. Den Blick kenne ich. Wenn du einen Gefallen brauchst, sag's einfach. Nun ja, einen kleinen. Ein Söldner und alter Freund von mir hat sich einfangen lassen. Also soll ich... einfangen lassen? Leider kann ich solche Dinge nicht mehr selbst machen. Sonst würde ich dich nicht fragen. Na gut, ich mach es. Danke, meine Freundin. Wenn du ihn befreit hast, bring ihn zum Strand. Dort liegt ein Boot, mit dem er entkommen kann. Cool. Dann hole ich jetzt deinen Freund. Okay. Ja, okay, wo müssen wir das suchen? Ah, also er wurde in Attika eingesperrt. Er muss nach Nordosten in das verlassene Ackerland gebracht worden sein. Ja, okay. Er wird sicher im Ramus Militärlager festgehalten. Ramus. Nee, ohne Nordosten, das ist hier. So. Was? Tisch nach da unten? Nee. Gut, schauen wir, dass wir den gleich finden. Okay. Die stellen keine Fragen. Stuck. Und weiter. Ella. Wahrscheinlich dieses Fragezeichen eher. Nordosten ist also ja eben. Rechts oben, wenn du so willst. Höhle des Pan. Okay, nee. Dann könnte es das sein. Das sieht so ein bisschen militärlagerisch aus. Oh, sehr gut. Da sperren wir es mal aus. Gut. Dann haben wir alles. Dann würde ich sagen, brechen wir durch. Befreien das Lager.
Komplett. Komplett. Fehlt's aber eins. Oh, nein. Wieso kann ich denn jetzt bitte nichts Schatten einsetzen? Das verstehe ich jetzt aber nicht. Wieso konnte ich denn jetzt, verdammt, kann man nicht nix Schatten einsetzen? Söldner in der Nähe. Ach, der Schnurrer. Geh mal vor, sind wir vorher begegnet. Never ever. Noch einer. Noch einer? Really? Ich verschmeiß den da hier noch weg. Immer Leopard, natürlich. Ein guter Mord, ich stehe in Leopard noch. Ist halt aber, ihr seid doch so viele mal wieder. So eine Zeit. Noch so blöde. Wo beschütze ich auch noch? Und jetzt bin ich auch gleich desynchronisiert. Oh Mann. Einmal, wenn einmal die Fähigkeit nicht geht, aber ich bin mich so lost manchmal. Ich war so unglaublich lost. Und ich weiß gar nicht, wie sich der Nyx-Schatten von der vom Cooldown eigentlich her verhält. Weil jetzt sieht es so aus, als könnte ich ständig und dann irgendwann ist er weg. So, jetzt schauen wir mal, dass wir irgendwie hier in die Mitte kommen. Aufschließen. Ah, eskortiere den Söldner zum Boot, okay. Nee, ihr seht mich nicht. Als ob ihr mich seht. Hey, hier links ist das Bildchen. So, komm. Soll ich reinholen, Kollege? Oh, die muss ich runterstoßen oder was? Ja, endlich, danke. Danke. So, das Boot ist da links. Okay. Treuer Gefährte, yeah.
Mann. Okay. So, da sind wir schon. Da bist du ja. Ich dachte schon, du kommst gar nicht mehr zurück. Du! Hallo, Emilko. Lange her. Hito? Was geht hier vor? Warum bist du hier? Na klar, er hat es dir nicht gesagt, oder? Er hat dich nur benutzt. Halt was? Mal. Ich will dich nicht reden hören, ich will dich sterben sehen. Du hast mich getäuscht. Ich sollte ihn nur retten, damit du ihn töten kannst. Ich hab nicht gelogen. Ich hab dir nur nicht alles gesagt. Alter, Hito. Ich hab ihn befreit, wie du wolltest. Warum willst du ihn töten? Das hätte ich doch auch selbst tun können. Weil ich ihn unbedingt sehen musste. Wieso? Er hat die Liebe meines Lebens getötet. Daran sind wir beide schuld. Doch sie war meine Frau. Deine Frau? Sie wäre nicht gestorben, wenn... Wenn was? Ich dich nicht geschnappt hätte? Du nicht angegriffen hättest? Sie nicht dazwischen gegangen wäre? Unsere Klingen sie nicht getroffen hätten? Wer trägt mehr Schuld? Wow. Egal, was ihr beide getan habt, das bringt sie nicht zurück. Aber ich werde mich besser fühlen. Und das ist am Ende alles, was dir wichtig ist, nicht wahr? Dein Gewissen zu beruhigen. Glaubst du, wenn du ihn tötest, fühlst du dich besser? Das wirst du garantiert nicht. Und es klingt, als hätte sie nicht gewollt, dass einer von euch verletzt wird. Ah, du hast recht, es tut mir leid. Da scheiß ich drauf. Du hast mein Leben zerstört. Doch deine Freundin hat recht. Lass uns einfach beten, dass wir uns nie wiedersehen. Und du? Lass ihn gehen. Du hast dich richtig entschieden. Ja, manchmal kann man die Fehler aus der Vergangenheit nicht korrigieren. Ich bin nur froh, dass mein schlechtes Beispiel dich nicht verdorben hat. Manchmal müssen wir Vergangenes hinter uns lassen. So wie ich, Kefalenia. Du hast die Chance auf ein neues Leben. Nutze sie. Yay, super. alles klar. Schöner Abschluss für die Folge. Quest beendet, alles wunderbar. Vielen Dank fürs Zusehen. Und ja, man sieht sich dann beim nächsten Mal. Mal schauen, was wir noch so mit der Questkarte so haben. Vielleicht noch irgendwie einen Kultist oder so. Hier sehe ich zum Beispiel noch eine neue Quest als Nebenmission. Natürlich nehme ich euch mit auf die Reise. Durch die ganze griechische Welt von Assassin's Creed Odyssey. Wie gesagt, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.